Hallo zusammen zu einem neuen Extra. Und ich habe es mir schon fast gedacht, dass sowas irgendwann kommen muss. Ja, was ist passiert? Die Renault Bank darf die Abschalteinrichtung der Batterie nicht mehr nutzen. Jetzt werdet ihr gleich sagen, was Abschalteinrichtung? Haben wir da ein neues Dieselgate bei einer Zoe? Nein, haben wir nicht. Aber es ist so, dass wenn man einen Batteriemietvertrag eben hat bei der Zoe, so wie ich es bei meinem vorherigen Fahrzeug hatte, das ist jetzt ein Leasingfahrzeug, da ist wieder was anderes, aber die Fahrzeuge, die einen Batteriemietvertrag haben, haben in der Klausel eine Klausel drin stehen, dass wenn also die Raten, sage ich jetzt mal, nicht mehr bezahlt werden oder warum auch immer, dass dann die Bank die Berechtigung hat, das Aufladen der Batterie, denn ihr gehört ja die Batterie, das Aufladen der Batterie zu unterbinden. Und das nennt man diese Fernabschaltung sozusagen. Und das wurde jetzt vor ein paar Wochen, also noch vor den Weihnachtsferien, glaube ich, war das, gab es jetzt ein Gerichtsurteil. Da hat die Verbraucherzentrale nämlich dagegen geklagt und hat Recht bekommen. Ja, Hintergrund natürlich ganz klar. Ich meine, ja, recht und schön, natürlich muss man seine Rechnungen bezahlen. Das steht, natürlich ist es ganz klar. Was passiert aber, wenn man jetzt die Rechnungen nicht bezahlt von der Batterie und die Batterie ist nur ein Teil des Fahrzeugs? Und die Argumentation der Verbraucherzentrale, die auch das Gericht gefolgt hat, ist, naja, sie können zwar, die Batterie gehört zwar der Renault Bank, aber das Fahrzeug gehört ja nicht der Renault Bank. Und wenn sie die Batterie sozusagen stilllegen, kann man auch das Fahrzeug nicht mehr nutzen. Und das wäre ein unverhältnismäßig zu hoher Nachteil sozusagen. Und stellt man sich jetzt mal vor, man ist jetzt, keine Ahnung, jemand, da gibt es Fristen, muss dann angekündigt werden, dass bis da und dahin die Batterie, jetzt sagen wir, eine Familie zieht um, irgendwas klappt nicht mit dem Abbuchen, fährt dann in Urlaub für 3 Wochen nach Italien und ist irgendwo ganz unten am Stiefel und will das Auto laden und das Auto sagt, Batterieladung unterbunden. Das geht einfach nicht. Ne? Das war auch so genau einer der Begründungspunkte, dass also solche Klauseln unverhofft sind und dann also auch in der Sache unwirksam, weil eben nicht nur die Nutzung der Batterie damit nicht mehr möglich ist, sondern auch die Nutzung des Fahrzeugs und der Wert des Fahrzeugs übersteigt dem der Batterie auf jeden Fall und von daher muss also da abgewogen werden und die Abwägung sagt ganz klar, es ist ein No-Go, die Batterie da außer Betrieb zu nehmen. Das wird jetzt Renault natürlich nicht gefallen, das ist mir schon ganz klar. Aber es ist schon mal, sage ich jetzt mal, ein, wie soll ich sagen, ja, eine Beruhigung vielleicht für die Besitzer von Zoes, die eine Mietbatterie haben, weil, ich meine, na gut, normalerweise zahlt man ja seine Batteriemiete, das will ich jetzt auch gar nicht hier, sage ich jetzt mal, anheimstellen, aber man kann ja auch Probleme mal mit der Bank haben oder mit irgendwas oder wie auch immer und man, was auch immer, ist sich uneins und hat da verschiedene Meinungsauffassungen und dann hat man ja als Verbraucher auch mal das Recht, Beträge zurückzubuchen, die man meint, dass sie unverhältnismäßig sind. Und so hätte man halt in der Angst leben müssen, dass also die Bank da dann einem das Fahrzeug stilllegt. Und diese Angst, die kann man jetzt Gott sei Dank einem dann wieder nehmen, weil das einfach ja nicht mehr zulässig eben ist. Natürlich gilt das Urteil jetzt erstmal nur für Deutschland. Wie es in anderen Ländern ausschaut, weiß ich nicht, ob es da solche Klauseln in dem Batterievertrag auch gibt. Wie gesagt, ich hatte ja meine Batterie schon abgegeben. Jetzt ist die Frage, muss man mal gucken, ich gehe mal davon aus, dass in dem Batteriemietvertrag eine salvatorische Klausel drin ist, dass wenn ein Passus aus dem Vertrag eben nicht rechtens ist, dass der Rest trotzdem noch da ist. Also da wäre es schön doof, wenn sie das nicht drin hätten, weil sonst könnte ja jeder, also könnte ich jetzt ja auch noch, auch nicht schlecht, könnte ich jetzt ja auch noch rückwirkend meinen Batteriemietvertrag kündigen. Sozusagen, ich glaube, denn sein Reifen ist jetzt platt. Oh, das war leider keine gute Aktion. Ja,
ich sag's mal, die Verbraucherrechte wurden da wieder gestärkt und es wird gezeigt, dass also die Hersteller nicht das tun können, was sie wollen. Natürlich muss jetzt Renault sich überlegen, naja, was mache ich jetzt mit den ganzen Altverträgen? Okay, die werden wahrscheinlich angeschrieben werden und denen wird mitgeteilt, dass diese Option dann jetzt nicht mehr gibt. Sie müssen natürlich auch noch technisch sicherstellen. Und das ist auch der zweite Punkt, wo natürlich jetzt sein könnte, es könnte ja auch mal, sage ich jetzt mal, ein Versehen sein, dass das passiert durch einen technischen Fehler oder ich sage es jetzt mal, durch eine Verwechslung. Ich hoffe es jetzt mal nicht, aber also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass dieses Abschalten der Batterie eine automatisierte Prozedur ist, sondern dass da tatsächlich, weil es vermutlich nicht so oft hoffentlich vorkommt, dass sich da tatsächlich ein Mensch hinsetzen muss und es aktiv machen muss. Hoffe ich jetzt mal, gehe ich jetzt mal davon auch aus. Denn sonst wäre ja dann vielleicht noch irgend so ein Automatismus, der einen dann das Ganze da dann von der Ferne her dann macht. Im Übrigen, natürlich kann man das Ganze auch umgehen, ist ja klar. Also man braucht ja nur die Sicherung zu ziehen von Kommunikationsmodulen, dann ist der Spaß auch vorbei. Aber das nächste Mal, wenn man halt dann in die Werkstatt fährt, hat man halt dann halt dann das Problem. Ne? Also ja, muss man halt auch so sehen. Ne? Naja, wie dem auch sei, ein bahnbrechendes Urteil meiner Meinung nach. Und ja, ich denke, das ist auf alle Fälle gut für alle die jetzt so eine Batterie haben und die jetzt ein bisschen beruhigter, sage ich jetzt mal, schlafen können, dass sie auf alle Fälle ihr Fahrzeug noch nutzen können, trotz irgendwelcher anderen widrigen Umstände. So schaut's aus. Die Abschaltung, Fernabschaltung der Batterie ist Geschichte. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.